Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Das alles heute am 24.12. An der Stelle erstmal fröhliche Weihnachten und kommentiert gerne, wie verbringt ihr euer Weihnachten? Würde uns auf jeden Fall interessieren. Und das ist meine Wenigkeit und was ein Übergang, da muss ich mich mal selber loben. Chris ist am Start, was geht, Bruder? Was geht, Bruder? Ich bin auch am Start. Ich schließe mich natürlich Dennis an. Fröhliche Weihnachten, ja, genießt die Zeit mit der Familie. Ich hoffe, ihr könnt es auf jeden Fall ganz gemütlich feiern. Und Dennis, erzählt euch mehr zu diesem Showdown. Das ist nämlich unser Geschenk für euch an Weihnachten. Genau, Leute, unser Geschenk, das ist heute ein Sprint to Glory Showdown, der erst enden wird, wenn einer von uns beiden die Champions League gewonnen hat und das alles mit Schalke 04 aus der zweiten Liga, also bis zum CL-Titel. In der Karriere angekommen. Unser Geschenk, Leute, also lasst gerne Liebe da. Daumen nach oben, Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen für weitere Showdowns, auch schon gerne fürs nächste Jahr, denn da wird die Post auf jeden Fall abgehen, Leute. Der erste Link in der Beschreibung, der ist auch nicht unwichtig, da geht es zum Video, welches wir für Chris aufgenommen haben. Gleiches Prinzip, bis zum CL-Sieg, das Ganze auch in der zweiten Liga und wir nehmen einen Verein, der ähnlich wie Schalke eigentlich ganz oben stehen soll. Zumindest mal im Bundesliga-Oberhaus. Wir übernehmen dort den HSV. Zu guter Letzt das Regelwerk. Ihr seht es eingeblendet. Falls es neu für euch sein sollte, kurz auf Pause drücken. Ansonsten die OGs werden es kennen. Was noch zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall, dass wir im heutigen Showdown auch keine Snipes haben. Was bedeutet, wir beide wollen einfach Vollgas geben und so gut wie möglich eben unsere Mannschaften kreieren, ohne dass der andere, vor allem Chris, mir in dem Fall so ein bisschen in dem Sinne in die Suppe spuckt, kann man auf gut Deutsch sagen, dass ich einfach mal meine Mannschaft kreieren kann, so wie ich sie möchte. Nee, kleiner Spaß nur. Ihr könnt übrigens auch gerne trotzdem Punkte mitzählen. Der Showdown wird beendet, wenn wir eben, oder wenn einer von uns beiden eher gesagt die Champions League gewinnt. Punkte werden dabei nicht gezählt, das könnt ihr aber gerne machen und den Endstand kommentieren. Und ja, was bleibt abschließend noch zu erwähnen? Ich glaube nicht viel, Chris, oder? Nö, wir haben alles, keine Punkte, keine Snipes, Regelwerk, Vollgas bis zum Champions League Sieg. Und was mich auch mal interessieren würde, kommentiert gerne mal Hashtag Dennis oder Hashtag Chris. Was glaubt ihr, wer wird in diesem Showdown heute früher den Champions League Sieg holen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann, ja, 20 Minuten, oder Dennis? Gehen wir rein? Auf geht's, ab geht's. Let's go. Starten wir also rein. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. 20 Minuten. Ich glaube, die brauchen wir auch. Von vornherein gute 19 Millionen auf dem Konto. Ich habe Spielerverträge verlängert, weshalb da jetzt nur noch 17 stehen. Das ist unsere Mannschaft aktuell in Bestbesetzung. Und davon könnten den Verein einige verlassen, denn es soll einen riesen Ausverkauf geben. Sehr, sehr viele Spieler weg. Darunter aber auch einige, wo ich sage, hey, die habe ich geblockt. Aus folgendem Grund, die sind vom Rating her, ich glaube, nicht so gut, dass sie in der Startelf eingesetzt werden und sind damit automatisch wenig Konkurrenz für all unsere Neuzugänge. Das ist Oedraogo, wir haben Sissé, wir haben Top, Kuzuki, Herkeren und auch Müller. Und ja, Dennis hat es vielleicht in seinem Intro auch schon angesprochen. Wir werden schauen, dass all unsere Neuzugänge eigentlich nicht zwingend einen auslaufenden Spielervertrag haben. Da wollen wir darauf achten, dass es nicht immer die üblichen verdächtigen Transfers sind. Und wenn es da mal zwischendurch einer wird, dann ist es eben so. Aber wir achten eigentlich schon darauf, dass es nicht so explizit immer vorkommt. Und wenn, dann maximal einer. Das war's von mir zu Beginn. Ich kümmere mich um Verkäufe und ihr seht mich später auch wieder. Logischerweise in der Konferenzschaltung. Während der Ausverkauf eigentlich schon so gut wie sicher abgeschlossen ist, gibt es jetzt Neuzugänge. Ja, Stefan Bajčetić ist ein absolutes Top-Talent vom FC Liverpool. 18 Jahre jung, 72er Gesamtrating, kostet uns nur 3 Millionen inklusive 6% Weiterverkaufsgebühr, ist unser neuer Sechser. Alles klar, Leute, starten wir rein mit der Zeit. Die beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und da verschwenden wir auch gar nichts von der Zeit. Auf Snipes müssen wir nicht achten, dafür aber, das hatten wir am Anfang vergessen zu erwähnen, darauf, dass wir nicht ausschließlich Spieler mit auslaufenden Verträgen verpflichten. Bedeutet, ein Limit von einem pro Saison. Gerade am Anfang werden wir noch mehr drauf achten. Später kann es auch sein, dass man das Ganze übersieht und vielleicht einen Spieler holt, ohne es zu wissen. Ihr wisst Bescheid, Leute, und damit starten wir jetzt rein endlich. Let's go. Meine Transferliste ist wirklich komplett vollgepackt. Ihr seht es, Leute, viel Potenzial ist nicht mehr im aktuellen Schalke-Kader, bis auf vielleicht ein Oedraogo, den man da ausschließen könnte von dieser Aufzählung. Ansonsten nicht viel Potenzial, aber das wollen wir natürlich ändern. In den ersten Minuten wirklich ausschließlich um Verkäufe gekümmert. Die liefen auch eigentlich ziemlich gut, womit wir unser Budget von 18 Millionen auf 41 mehr als verdoppeln konnten. Und nun wird es endlich Zeit, auf der Neuzugänge-Seite loszulegen. 400 Millionen und das Niederlande-Comeback von Timo Baumgartel, der müsste ja bei PSV gewesen sein. Bald wird er für Ajax spielen, denn wir holen Jorel Hato, das beste Innenverteidiger-Talent. Ich bin noch mal gespannt, wie ähnlich die Mannschaft von mir und Chris aussehen wird. 17 Jahre jung, 73er Gesamtstärke, unfassbares Potenzial und ich kann mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass Chris diesen Jungen nicht ebenfalls holen wird. Der Partner von Hato ist zwar 4 Jahre älter, dafür aber nicht der Abwehrchef, denn er hat nur eine 70er Gesamtstärke und damit 3 Gesamtstärken weniger als der gerade mal 17-Jährige. Thomas Araujo kommt also als Partner für Hato in der Innenverteidigung, fängt die Karriere eigentlich bei Benfica an, hier aber schon zu Atletico gewechselt, relativ egal, denn wir zahlen trotzdem weniger als den Marktwert. An unserem Rechtsverteidiger war lange Zeit der BVB interessiert. Der junge Spanier Ivan Fresneda kommt, 18 Jahre gerade mal alt, 72er Gesamtstärke von Sporting Lissabon, die ihn auch letztendlich in der Sommertransferphase verpflichtet haben, anstelle als Beispiel des BVBs, und jetzt geht er eben zu S04. Unter 4 Millionen für Valentin Barco, gerade wegen der Weiterverkaufsgebühr, ist aber ein super Angebot. Damit hebeln wir natürlich das Spiel so ein bisschen aus, denn es ist relativ klar, dass Valentin Barco uns in diesem Video gar nicht verlassen wird. Aber wir sind auf der anderen Seite auch so gut wie alle Mittel recht für den Sieg. Ich glaube, auch Chris wird bestimmt in so eine Situation kommen, eine
Weiterverkaufsgebühr zu haben und den Spieler deswegen billiger zu bekommen. Und damit ist die Viererkette jetzt übrigens komplett. Wir brauchen aber auch noch neue Innenverteidiger, denn zum einen wird später beim zweiten Neuzugang, den ich euch gleich im Anschluss vorstelle, natürlich auch Timo Baumgartl dagegen gegeben. Wir hätten Stand jetzt nur noch Timo Kreime. Ich glaube, er heißt Timo Kreime. Auf jeden Fall hier erstmal 4 Millionen für Doucouré, Innenverteidiger. Nicht ursprünglich, aber wir werden ihn dahin umtrainieren. Vom eigentlichen Sechser kommt von Racing Strasbourg. Und hier haben wir dann Jorel Hatto. Wechselt von Ajax Amsterdam, dort in der Realität mittlerweile Stammspieler. Ja, kostet uns nur 3 Millionen und Timo Baumgartl im Tausch. Wir wollen also die Konkurrenz so klein wie nur möglich halten. Bedeutet jetzt, Müller im Tor könnten wir schon so belassen. 2 neue Innenverteidiger, wir haben den neuen Sechser. Und dann geht es weiter im Mittelfeld auf der Achter- und vor allem Flügelposition. Und auch kein Stürmer mehr ist bei uns im Kader. Heißt, da hat es auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Wieder gibt es also einen Dreierpack. João Neves wechselt für 4,5 5 Millionen von Benfica Lissabon. Absolutes Top-Talent, ja. Für ihn ruft in der Realität vielleicht die Premier League. Manchester United hat die Fühler ausgestreckt. Hier der FC Schalke 04. Das ist der eine Achter. Der andere kennt bereits die Bundesliga. Schwedisches Top-Talent. Ja gut, das kann ich zu jedem Neuzugang bei uns sagen. Absolute Top-Talente. Hier haben wir Hugo Larsson. Ja, ist bei der SGE aktuell richtig gut unterwegs. Hat recht viel Einsatzzeit. Kostet uns 3 Millionen. Und Ron Schallenberg im Tausch. Heißt also, wir haben mit Bajcic einen Sechser. Wir haben mit Larsson und jetzt zuletzt João Neves zwei neue Achter. Flügel kümmern wir uns gleich drum. Aber ein neuer Stoßstürmer kommt und der ist bisher unser Top-Transfer, zumindest was die Höhe der Ablösesumme angeht. Irische Sturmhoffnung, ja, auf langfristige Sicht für die Nationalmannschaft bei Brighton Hove Albion schlägt er auch komplett ein, ist hier bereits zu Aston Villa transferiert und jetzt Brian Lassme im Tausch und 10 Millionen obendrauf. Das Ganze also für Evan Ferguson. Und ich weiß nicht, wie viel Geld wir jetzt noch haben. Wir brauchen aber auch wieder ein paar Verkäufe. Cedric Bona, der ist noch da, ist unter anderem einer der Spieler, die noch gehen können. Es gibt für euch wahrscheinlich gleich erstmal den Überblick aller Abgänge und dann hoffentlich auch noch Neuzugänge vorzustellen. Das sind erstmal all unsere Abgänge, die ihr jetzt im Hintergrund seht. Ja, sehr, sehr viele Kaliber mit dabei. Natürlich auch darunter sehr viele, die eigentlich mal ursprünglich aus der Startelf waren. Bis Polter geht es nach ganz, ganz oben. Kohle eingenommen und wir haben jetzt auch noch ein bisschen was auf dem Konto. Um genau zu sein, 14 Millionen. Das ist unsere Mannschaft jetzt. Ich will mit Aydin gehen. Ja, ich habe die Leihe aus der Super League abgebrochen. Der hat großes Potenzial. Also wahrscheinlich so mal Minimum eine 82, hoffe ich zumindest mal. Ovejan auch nicht ganz verkehrt. Müller auch solide. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Das sind jetzt auf jeden Fall noch die Ansätze. Und die Zeit, ja gut, knappe 5 Minuten noch. Dino Tempelmann und 3 Millionen für Carlos Forbes auf der rechten Seite. Was für ein Kracher-Transfer. Und Paul Seguin und 4 Millionen obendrauf für Antonio Nusa. Das Ganze für die andere Seite. Ja, beide U20. Beide haben eine 72 und ich glaube beide auch mal Minimum das 86er Potenzial. Wir wappnen uns. Aber richtig krass für die Zukunft. Ich wollte zwar noch einen neuen Torhüter, weil wir hätten noch ein bisschen Geld. 7 Millionen, aber das nehmen wir dann mit ins neue Jahr und vielleicht auch einfach noch nutzen wir es dafür, um eine Jugend parallel aufzubauen. Brauchen wir eigentlich nicht, aber jetzt kümmere ich mich um die Entwicklungspläne. Die Mannschaft ist gefühlt komplett auf den Kopf gestellt. Nur Aydin und Ovejan zusammen mit Müller sind vom Anfangskader übrig geblieben. Entwicklungspläne setze ich mich jetzt dran und dann hoffe ich, dass diese Truppe auch mit sehr wenig Konkurrenz drumherum, aber das war ja auch irgendwo das Ziel, dass die abliefert, dass wir aufsteigen und dass Schalke zurück in die Bundesliga kommt. Nur 100.000 Euro mehr als den Marktwert, das reicht für Mathis Tell aus. Unser neuer Stammstürmer also mit einer 73er Gesamtstärke, mittlerweile auch im Karrieremodus mit Gameface, sieht einfach nur unfassbar geil aus und dementsprechend freue ich mich drauf. Unser Stürmer, Mathis Tell, let's go. Mit Luca Rory Colioso, ich hoffe, ich habe das ansatzweise richtig ausgesprochen, kommt für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt hier im Karrieremodus. 18 Jahre jung, linker Mittelfeldspieler, ich plane ihn als linken Flügel und eine 69er Gesamtstärke vom FC Burnley und Nationalität ist Italiener. Sehr interessant. Für Colioso waren es übrigens Seguin und knapp über eine Million im Tausch und hier hat der AC Mailand tatsächlich Interesse an Henning Matriciani und er ist der GOAT, Leute, deswegen, er darf beim AC Mailand spielen. Wenn ihn haben wollen, dann stelle ich mich da natürlich nicht in den Weg. Den Spieler, den wir dafür verpflichten, der ist mir anders als Colioso auf jeden Fall bekannt, spielt mittlerweile auch beim AC Mailand, von Lazio rumgewechselt, es kommt Luca Romero, immer noch 18 Jahre jung, 69er Gesamtstärke, zwar nur Potenzial liegt bei 84, aber ich glaube, wir können aus ihm wieder dieses absolute Megatalent machen. Zu guter Letzt fehlt noch das zentrale Mittelfeld und da soll ein Top-Talent, ein relativ neues Top-Talent aus der Bundesliga kommen. Um genau zu sein, kommt Hugo Larsson hier aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt in die zweite Liga zu Schalke 04. Auch Rui Draogo muss eben leider eingetauscht werden für den Erfolg des Vereins. Zeit haben wir wirklich gar keine zu verlieren, Leute. Rui Draogo hat zwar Potenzial, aber eben eine niedrige Gesamtstärke und das reicht nicht für dieses Video. Ich werde ihn niemals auf eine 90 bekommen und deswegen tauschen wir ihn ein und holen dafür Javi Gueda, ihr habt es ja gerade gesehen, von Valencia. Und Leute, das Geld und die Zeit, das reicht doch aus, um die Startelf zu komplettieren, bis auf den neuen Keeper Matteo Prati kommt. Wir tauschen Schallenbeck ein, zahlen nochmal 200 Millionen oben drauf und damit sind wir endlich durch. Let's go! Gerade so in der Zeit noch. Anders als sonst, aber ich glaube, wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit, gibt es heute also keine Snipe-Phase, sondern jedes Mal nach den Transferphasen werden Chris und ich uns eben unsere Mannschaften
vorstellen, also unsere Transfers vorstellen. Mannschaft kann man sich ja schon denken dann ungefähr, wie die aussieht. Ich laber wieder um den heißen Brei. Chris, du bist der Gast. Du darfst nicht anfangen mit deiner ersten Fünfer-Auswahl. Nicht wie die Tradition es immer sagt, sondern mit ja, dem Vorstellen deiner Transfers. Wie viele und wen hast du geholt? Ja, ich wollte gerade eigentlich dann die perfekte Überleitung sagen. Ich fange an mit meiner 8er-Auswahl, ja, wobei ich ja alle 8 behalten darf, denn ich habe insgesamt 8 Neuzugänge. Okay. Ich schieße jetzt einfach los, denn es wird noch ganz viele Transferphasen geben. Man muss ja nicht auf jeden einzelnen eingehen. Ismail Doucouré kam von Straßburg. Ich habe dann Jorin Hartu von Ajax Amsterdam geholt. Stefan Bajcetic von Liverpool. Ich habe Joao Neves auf der einen 8er-Position. Daneben Hugo Larsson, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Carlos Forbes für die rechte Seite. Ich habe für die linke Seite Antonio Nusa. Und ich habe Evan Ferguson für die neue Sturmspitze bei mir. Boah, krass, Alter. Auch echt heftig viel passiert. Ich habe 2 Spieler mehr verpflichtet. Also ich habe bis auf Müller eigentlich wirklich eine komplette Startelf verpflichtet. An Talenten, ich guck mal gerade, der Älteste ist 21 Jahre alt, den können wir auch beginnen, das ist Thomas Araujo. Sein Partner, den hast du auch in der Innenverteidigung, das ist Jorel Hato. Rechtsverteidiger ist Ivan Fresneda, Linksverteidiger Valentin Barco. Mittelfeld gehen wir dann weiter mit Hugo Larsson. Du machst aus dem Schweden einfach mal einen Franzosen, sehr interessant. Das ist wahrscheinlich eher Hugo Larsson, gehe ich mal von aus. Ja, safe. Dann haben wir daneben Javi Guerra und Matteo Prati fürs Mittelfeld. Und mein Dreierangriff besteht aus Luca Romero, Luca Warwick Colioscio von Burnley. Ich weiß nicht, ob der dir irgendwas sagt. Ist 18, Flügel, Italiener, 69er Gesamtstärke und der Stürmer, den kennst du ganz bestimmt, das ist der Tell. Ja, natürlich. Also ich habe auch zwischen Mathis Tell und Evan Ferguson auf jeden Fall so ein bisschen hin und was her hat Ferguson überlegt. Aber gekostet? Mal so aus Interesse. 10 Millionen 10 und Millionen. Brian, lass mir im Tausch noch. Oh krass, das ist auch schon wahrscheinlich mit der teuerste Transfer von allen, die wir hier in dem ganzen Sommer getätigt haben. Guck mal, ganz bei mir war der teuerste Tell mit 7. Ansonsten alle wirklich 3, 4 Tauschgeschäfte und alles weitere dabei. Okay, Leute, damit stehen die Mannschaften also für die erste Saison. Das Ziel im ersten Jahr ist ganz klar, noch nicht die Champions League gewinnen, sondern erstmal überhaupt in die Bundesliga kommen, um sich dann für die Champions League zu qualifizieren und diese dann zu gewinnen. Wir labern noch den heißen Brei, oder ich eher gesagt mal wieder. Deswegen, Leute, wir starten rein in den Kalender, in die Simulation und sehen uns also zum Ende der Saison wieder im Juni. Let's go. Angekommen am Ende der Saison, ja, der ersten Saison. Wie viel es noch geben wird, wissen wir nicht, aber ich hoffe, dass wir beide hochgegangen sind. Also bei mir stehen 71 Punkte und Platz 2. Ich hatte keine Chance auf den HSV, die sind 11 Punkte vor mir. Ihr könnt ja parallel gerne die Punkte mitzählen. Für mich würde es also in dem Fall 16 Punkte geben. Und Dennis, bei dir gibt es die 20 oder Ja, tatsächlich, aber auch nur, weil meine Liga, also ich habe keinen HSV, der halt irgendwie 80 Punkte dann hat, weil 71 Punkte haben wir beide, nur ich bin mit dieser Punktzahl Meister geworden. 2 vom HSV und Hertha auf der 3 hat dann nur 60 Punkte und sind damit halt in die Relegation irgendwie gerutscht. Okay, aber ja gut, bei mir ist Hertha auch auf Platz 3, Hamburg ist wie gesagt Erster, also sind die Top 3 identisch genau, bei nur uns beiden. Genau, bei uns HSV und Schalke andere Reihenfolge. Wettbewerb Nummer 2, erstmal nur ist der Pokal und ja, da ist Union Berlin bei mir im Finale, nicht gewonnen, gegen die Bayern ausgeschieden und ich bin aber gegen dieses Union Berlin in Runde 3 ausgeschieden, davor noch Preußen Münster geschlagen und Elversberg, also die Elite Deutschlands. Ja, okay. Ich hatte mit Braunschweig auch ein absolutes Elite-Team. Erste Runde noch 4-1 gewonnen und dann hatte ich Frankfurt 4-2 verloren. Aber solche Gegner kommen jetzt dann eben im nächsten Jahr, weil wir beide ja in der Bundesliga spielen. Gab es Trainer des Monatspreise für dich? Schau ich mal kurz rein. Ich glaube aus der Hinrunde eher nicht. Die Rückrunde war deutlich stärker. Vielleicht dann da irgendwie ein... Nee, Digga, null. Okay, ich habe eine 2. Oh, also perfekt, Digga. Meister geworden für nix, Alter. Ja, ich würde in der Theorie mal ein bisschen was aufholen. Also ihr rechnet einfach gerne zusammen. Wir sagen jetzt nicht jedes Mal, wie viele Punkte das da eigentlich gegeben hätte. Schauen wir Torhüter ohne Gegentor, beziehungsweise Spiele ohne Gegentor. Müller hat Marius bei mir Müller. 10. Ah, 6. Perfekt. Ja, moin. Okay. Da hätte ich sogar noch Hekeren mit 4. Der hat 13 Einsätze. Der dumme Hund. Ja gut, der hat bei mir insgesamt, ich glaube, 2-mal die 0 gehalten. Ja, bei mir 4-mal. Egal, drauf geschissen. Dann Vorlagen, Trauerspiel, Tell 5. Okay, habe ich 13, Sean, Neves. Stark. Okay, dann und Tore habe ich auch, Tell 22. Ja, okay, Evan Ferguson 26. Boah, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So der viele Vorlagen und dann noch einer mit so vielen Toren. Ja, richtig geil. Also so muss es sein. Ein einziger Stürmer, der liefert ab, aber auch bei dir, Mathis Tell liefert ab. Auf jeden Fall. Ganz am Ende der Saison freue ich mich dann auch, nachdem einer von uns die Champions League gewonnen hat, natürlich die Teams zu vergleichen. Mhm. Es wird wieder Änderungen geben. Ich denke hier im zweiten Jahr Bundesliga mit hoffentlich ein bisschen mehr Geld. Und da können wir reinspringen, oder Dennis? Mach die Kassen auf, Schalke, mach die Kassen auf. Bundesliga, willkommen. So, Leute, der 20-Minuten-Timer beginnt mal wieder in 3, 2, 1. Let's go, Leute. Und wir blicken erstmal auf das Budget. Das sind 33 Millionen. Chris hat genau dasselbe Budget, das heißt exakt dieselben Bedingungen. Für Saison Nummer 2 zurück in der Bundesliga und da verplempern wir gar keine Zeit. Zum Start beginnen wir mit einer neuen Nummer 1. Marius Müller soll ersetzt werden durch ein Talent auf der Torhüterposition. Und ihr seht es ja schon, Stefano Turati kommt. Für mich auch relativ unbekannt. 22 Jahre jung, ist am Anfang verliehen, kommt eigentlich von Sassuolo
Lo Calcio. Sein Vertrag läuft auch hier aus. Also in dem Fall profitieren wir davon. Ich kann schon gar nicht reden, dass der Vertrag ausläuft. Aber es ist halt nicht ein Manuel Neuer, den wir hier holen könnten. Auch theoretisch im zweiten Jahr. Vertrag läuft auch da aus. Machen wir aber nicht. Wir holen Turati. Müller wird eingetauscht. Noch ein bisschen Geld oben drauf bezahlt. Keine Weiterverkaufsgebühr in dem Fall. Und damit haben wir unsere neue Nummer 1. Hier sind wir dann also angekommen. Saison Nummer 2. 33 Millionen Transferbudget. Ich habe gerade mit Dennis gequatscht. Wir sind da, glaube ich, auf ungefähr gleicher Ebene. 20 Minuten starten in 3, 2, 1. Let's go. Ja, es soll nicht ganz so viel passieren. Aus der Startelf will ich eigentlich schon gucken, dass wir weiter auf Aydin setzen. Der hat eine 76. Ich will Müller verkaufen, Obejan natürlich auch und dann brauchen wir Ersatz dafür. Neuer Torhüter, neuer Linksverteidiger und das dann mit wahrscheinlich zusammengerechnet guten 40 Millionen sollte machbar sein und viel mehr wird es dann bei mir nicht geben, denn die Mannschaft hat abgeliefert und kriegt von mir auch weiter das vollste Vertrauen. Vielleicht ist das ja das Erfolgsrezept. Hat dann auch extrem schnell funktioniert. Ja, am 8.7. ging Marius Müller hier ligaintern zum FC Augsburg für 3 Millionen und Brighton of Albion braucht wohl einen neuen Linksverteidiger. Den finden sie dann hier also in Obejan, 5,5 Millionen. Und jetzt sind es die erhofften 40 Millionen. Ja, es sind sogar 43 Millionen und nur zwei Baustellen. Und die kümmern wir uns jetzt natürlich. Unsere neue Nummer 1 kommt von Salernitana, eigentlich aus der Serie A. Wobei der Brasilianer Andrew, den kennt ihr, ja, startet glaube ich mit einem 75er Gesamtrating, 84er Potenzial, ursprünglich aus der portugiesischen Liga kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir überweisen glatt 21 Millionen, haben damit eine neue Nummer 1, ist 23 Jahre jung, hat eine 78 an Gesamtrating und Torhüter sind sowas von extrem wichtig, gerade in der Kalendersimulation, weshalb er hoffentlich unser guter Rückhalt wird. Ja, mehr als das Marius Müller war, wobei der abgeliefert hat, aber die neue Nummer 1 auf Schalke, ja, hört auf den Namen Andrew. Herkets zu teuer, Livramento auch und deshalb bedienen wir uns eher eine Schublade weiter drunter, wobei Björn Maier, ja, von Brügge, der mittlerweile ja bei Manchester City gespielt hat, auch absolutes Top-Talent ist. Ja, ich glaube auch 85er Potenzial, was ja für uns so, ich sag mal, die Grunddevise ist. Wir wollen ja schon einen gewissen Standard, haben wir auch hier. Der Niederländer, ja, 75, 4 oder 85er Potenzial, kostet uns 14,4 Millionen und ist damit der Ersatz für Obejan. Die neue Nummer 2 und damit ist Transferphase Nummer 2 für uns auch schon vorbei. Luca Romero hat wahrscheinlich vom Offensivtrio in der zweiten Liga am wenigsten performt. Wir haben ihn ordentlich gepusht, was die Gesamtstärke angeht und verkaufen ihn jetzt also für 24 Millionen an die Wolves. Gleiches passiert dann auch bei Javi Guerra, der den Verein in Richtung VfL Wolfsburg verlassen darf. Den Ersatz für Javi Guerra, den habe ich bereits gefunden und schon ins Visier genommen. Es kommt Martin Baturina von Dinamo Zagreb. 27 Millionen nehmen wir im Endeffekt für den 21-Jährigen in die Hand, den ich aber auch als Zehner plane. Also Positionsänderung zum ZUM, er sollte noch an Gesamtstärke dazu gewinnen und bringt eben ein anderes Element in die Startelf rein. Letztes Jahr waren mir das eindeutig zu wenig Vorlagen. Dan Aydin schien wohl bei Trabzonspor eine richtig gute Leihe gehabt zu haben, ist 5 Millionen wert und irgendwie schaffen wir es mit ihm im Tausch einer Weiterverkaufsgebühr und ordentlich Geld um drauf. Vielleicht jetzt also Johan Bakayoko zu holen, hier von PSV Eindhoven. Es wäre ein absolut geiler Transfer, doppeltes an Gehalt. Bitte sei kein geldgieriger Piranha und nimm das Ganze einfach an. Er nimmt es an. Zweiter Transfer, wenn mich nicht alles täuscht und damit auch der letzte für diese zweite Saison im Sommer. So Leute, die zweite Transferphase ist abgeschlossen. Am Start ging ja wirklich sehr viel. Bei Chris 8, bei mir 10 Transfers. Ich glaube, jetzt im zweiten Jahr ist es ein bisschen weniger geworden. Kann ich mal anfangen? 3 Transfers an der Zahl. Eine Dreierauswahl in dem Sinne, kleiner Spaß. Nee, wir haben Turati fürs Tor. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Von Sassuolo eigentlich. Habe ich eingetauscht mit Marius Müller. Hat auch einen auslaufenden Vertrag, aber den haben wir noch nie in Showdowns gesehen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich ihn einfach mal mit. Fürs Mittelfeld habe ich Javi Guerra verkauft und dafür Martin Baturina geholt, der auch einen richtigen Zehner bei mir im Mittelfeld sein soll. Und Johan Bakayoko irgendwie von PSV Eindhoven noch verpflichtet. Ich weiß selber nicht wie. John Aydin eingetauscht, Geld um drauf bezahlt. Komm in meine Arme, Junge. Jawohl, perfekt. Also hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, wie bei dir habe ich auch einen neuen Torhüter verpflichtet. Ich habe den Andrew geholt, der Brasilianer, ich glaube aus Portugal, aber hier war er bei Salernitana mittlerweile. Okay. Hab den dann für 21 Millionen geholt, hatte auch keinen auslaufenden Spieler. Was hat er für ein Rating, wenn du 21 Millionen für ihn bezahlst? 78. Uiuiui, da haben wir schon mal einen kleinen Nachteil, ey. Uiuiui. Was hat deiner? 75 nur. Also kein Upgrade eigentlich sogar im Vergleich zu Müller, richtig. Aber mal gucken. Potenzial halt, ne? Ja, natürlich. Aber mal gucken. Okay. Kleiner Abstand, vielleicht muss er uns nächstes Jahr schon wieder verlassen. Wen hast du noch geholt? Also hast du Linksverteidiger. Ja? Ich habe 2 Neuzugänge übrigens. Björn Meyer ist mein Linksverteidiger. Okay. Ja, kennt man. Und ich habe tatsächlich jetzt nur noch Aydin, ja, übrig geblieben vom Anfangskader. Ja gut, dann lass doch direkt ans Ende der Saison, oder? Ja, Mann, Bundesliga. Ich bin gespannt, wie es läuft, läuft. Leute, ich kann nicht reden heute. Es tut mir leid. Wenn Chris irgendwann das Video übernimmt, wisst ihr wieso? Weil ich verlernt habe, wie man Videos aufnimmt. Deswegen, Leute, ab jetzt aber zum Juni. So, Leute, angekommen in der Bundesliga. Das erste Jahr also zurück im obersten Fußballhaus. Die Frage ist, wo landet S04 bei dir, mein Freund? Ja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt einige Jahre in der Realität zurückgehen, dann war Schalke ja unter anderem mal Vizemeister, war international, hat in der Champions League gespielt. Die Champions League ist es zwar nicht ganz, aber es geht nach Europa auf Platz 6 mit dem FC Schalke 04. Platz 6, wie viele Punkte?
Ja, 49, also das ist eigentlich nicht Junge, so viel. Junge, willst du mich verarschen, Alter? Mit 49 wärst du 8er bei mir. Ah, diese kleinen Punkteunterschiede. Ich bin nämlich zum Beispiel mit 46 Punkten 9er. Also, ne? Ja. Und am Ende fehlen halt 4 Punkte wenigstens auf Platz 7. Frankfurt mit 50. Eieiei, belastend. Es war aber auch eine Saison zwischen Sieg und Niederlage. Also ich habe 13 Siege, 14 Niederlagen und 7 Mal nur unentschieden gespielt. Die zweitwenigsten der Liga. Ja, ja, wir tauschen da tatsächlich eigentlich nur minimal. Ich habe auch 7 Mal unentschieden gespielt. Mhm. Habe halt anders als du 14 zwei Spiele Siege mehr gewonnen, und 13 Niederlagen. Ah, ja, nee, also es ist einfach nur so rumgedreht. Okay, und krass. Ja, gut. Ja, gut. Aber es ist im Endeffekt Conference ja eh egal. Aber? Ja. Nee, Europa League, ne? Müsste Europa League sein, weil der Pokal... Nee, oh nein! Junge! Ich fass es nicht. Wer gewinnt den Pokal? Pokalsieger ist der Sportclub aus Verl. Junge, was? Verl hat 3-2 im Finale. Digga, willst du mir jetzt also sagen, Verl geht in die Europa League und du nur in die Conference League? Ja, müsste eigentlich so sein. Also ich wäre so oder so, egal wer den Pokal gewonnen hätte, nur in die Conference League. Denn Frankfurt war der Gegner und die sind nur 13. in der Bundesliga. Oh Mann. Also Verl hat davor gewonnen, 3-1 bei der Hertha, 2-1 Wolfsburg geschlagen. Dann 2-1 Leipzig gewonnen, 4-2 Hamburg. Und wo ist die erste Runde? Verl 2-1 gegen Osnabrück. Verl spielt einfach in der Europa League nächstes Jahr. Also bei mir war Wiesbaden im Halbfinale. Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Take, den man bringen könnte. Ja. Ich muss auch mal gucken, wo ich bin. Aber ich bin, glaube ich, erste Runde, glaube ich, sogar direkt geflogen. Ja, gegen Bochum. Schade. Ey, aber guck mal, ich bin gerade auf andere Ligen. Ich bin auf der dritten Liga. Ihr seht das gerade. Der Sportclub aus Verl, ja, ist auf Platz 16 in der dritten Liga. Diese Simulation ist so broke, das ist unfassbar. Es ist so bodenlos. Also wenn die ja wenigstens Erster wären in der dritten Liga, dann könnte man sagen, ja, die hatten ein geiles Jahr, hatten einfach irgendwie ein bisschen Glück und stabilen Pokal gespielt. Nee, Digga, die sind einfach komplett am Verkacken. Und wie Gladbach gegen Bayern haben sie eben ihre 5 Spiele im Jahr, wo sie mal, ja, wo sie da sind und spielen und gut sind. Ey, ich bin echt gespannt. Ey, ich hoffe, wir denken dran. Ich kann dann mal im nächsten Jahr schauen, wie Verl abgeschnitten hat. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich versuche auch noch dran zu denken. Schauen wir rein, meine Karriere, Trainer des Monatspreise, letztes Jahr Meister geworden, keinen bekommen, dieses Jahr 9. und immerhin ein. Ja, okay, ich habe keinen, ich habe gerade schon geschaut, ja, bei mir steht alle. Wie letztes Jahr, nur ein bisschen umgekehrt, du besser, aber ich halt den Trainer des Monatspreises oder die Preise am Start. Dann blicken wir noch auf die Statistiken, Keeper, Abzug ist Trauerspiel, nur 3-0. Ja, okay, ich habe doppelt so viel, ich habe 6, Andrew, und hat tatsächlich alle Spiele gemacht. Du bist letztes Mal nächstes Jahr. Ah, okay, aber 6-0, die meisten Vorlagen, okay, das ist bei mir auch ein Trauerspiel. Habe ich 6. Habe ich 5. Ja, geht an dich. Let's go, Mathis. Und Tore, mein Neuzugang, Johan Bakayoko, 15. Ja, okay, ich habe 18 mit Evan Ferguson. Ja, da hat Tail dieses Jahr ein bisschen nachgelassen, aber es gibt 17 Scorer insgesamt, ist in Ordnung. Baturina auch gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, als 10er, aber wird noch. Wird noch. Nächstes Jahr Chris, also Conference League, ich nichts, aber wird. Wird auf jeden Fall. Also ich bin noch relativ guter Dinge. Wenn du jetzt hier Champions League direkt nach dem Aufstieg gepackt hättest, dann wäre auf jeden Fall Alarm gewesen. Da das aber nicht der Fall ist, glaube ich, kann man hier eigentlich noch alles retten und zu unseren Gunsten drehen. Deswegen starten wir rein, endlich in Saison Nummer 3 von wie viel noch immer noch. Let's go. Ein drittes Mal heißt es, der Timer läuft in 3, 2, 1, let's go. Und wir haben 40 Millionen. Ja, das ist okay. Von Dennis weiß ich es nicht ganz genau. Ich weiß nur, er hat weniger Geld als wohl im zweiten Jahr. Ja gut, 40 Millionen ist okay. Man könnte jetzt logischerweise hier einen Larsson, Bajčetić oder auch einen Hato verkaufen. Wobei Hato Top-Potenzial, Bajčetić auch. Larsson weiß ich jetzt nicht. Ich schaue natürlich gleich mal auf den Status, was die Potenziale jeweils angeht. Man könnte auch einen Nusa und oder einen Forbes verkaufen für geisteskrank viel Kohle. Und dann natürlich die komplette Mannschaft irgendwie rund erneuern. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt nicht so mein Ziel. Ja, ich will eigentlich gucken, dass man so punktuell Neuzugänge bekommt. Potenzial ist bei Hato auch noch da. Bajčetić ein aufregender Mann für die Zukunft. Und Larsson zeigt großes Potenzial. Ihn packen wir mal auf die Transferliste und vielleicht auch einen Andrew, dass man da dann eher routinierteren Torhüter bekommt, vielleicht mit einem auslaufenden Vertrag, der dann eben so rund um eine 3, 4, 85 am Gesamtrating hat und dann noch ein neuer Achter. Schauen wir mal, was die Zeit bringt, aber ihr kriegt es ja logischerweise eh alles mit. Okay Leute, die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. We have a paar Probleme, denn Chris hat 15 Millionen mehr als wir, 40, bei uns sind es nur 25, ist aber auch in Ordnung, er hat sich international qualifiziert, wir eben nicht. Aber Leute, wir haben Johan Bakayoko, ich habe es auch gerade Chris gesagt, das kann ich ihm ja jetzt sagen, weil gesniped wird ja so oder so keiner. Der Bruder, okay, ich sehe gerade, Kolejoscho ist deutlich mehr wert und eigentlich macht es da mehr Sinn, den Bruder zu verkaufen. 20 Jahre alt, Briefmarke drauf und Abfahrt. Aber auch Bakayoko würde ich eigentlich gerne ersetzen und mit dem Geld würde ich dann gerne natürlich 2 neue Flügelspieler holen, relativ logisch, die wir verkaufen, aber auch ein neuer Keeper muss der. Und im Idealfall auch ein neuer Innenverteidiger, weil auch Araujo mit seiner 76 jetzt ein bisschen zu schwach. Das sind auf jeden Fall die Ziele und die Verkäufe, mal gucken, was davon alles geschafft wird. 25 Millionen, Junge, ey. Das guckt mich traurig an, dieses Budget. Hoffentlich wird es bald mehr. Üff, Junge, City gibt mir Guardiola oder will mir Guardiola geben.
halt nicht viel Geld oben drauf. Wir könnten bis zu 133 verlangen. Dann verlange ich jetzt irgendwie, Digga, wenn die mir 50 Millionen und Guardiol geben, dann habe ich 50 Millionen für einen Flügel und Guardiol und damit das Problem in der Endverteidigung gelöst. Wir müssen den irgendwie verkaufen. Könnt mal gerne kommentieren. Hättet ihr das ganze Ding angenommen oder nicht? Ich werde es jetzt einfach annehmen, Leute. Guardiol in der Endverteidigung ist geil. Wir nehmen das an. 15 Millionen, 40 Millionen in dem Sinne für den Kolioscho-Ersatz. Mal gucken, was wir noch für Bakayoko kriegen. Das ist gut. Ja, Leute, es kostet viel Gehalt, aber es ist ein cooler Move. Wann kriegt man denn Majoschko Guardiol als Transfertausch angeboten? Und dementsprechend, Leute, okay, 94.000 Euro Gehalt ist in Ordnung. Wir nehmen das Ding an und Guardiol kommt. Kolioscho geht in die andere Richtung und damit ist der Deal durch. 140 Millionen für Johan Bakayoko. Das ist richtig gutes Geld. Das brauchen wir unbedingt. Jetzt muss ich irgendwie 3 Transfers aus dem Hut zaubern und das mit 137 Millionen. Ist kein Ding der Unmöglichkeit, wird aber interessant zu sehen sein, wen ich hole. Mike Maignan soll die neue Nummer 1 hier auf Schalke werden. Im Angriff werde ich sparen, denn ihr seht ja, Leute, 88 Millionen bleiben noch knapp übrig. Mit dem Gehalt, was er bekommen wird, Maignan noch wahrscheinlich ein bisschen weniger, sagen wir ungefähr 80 Millionen für 2 Positionen. Da sparen wir also, haben dafür jetzt aber einen richtig krassen Keeper und dazu noch Guardiol in der Innenverteidigung. Das sind 2 so dermaßen Kracher-Transfers. Die können uns vielleicht schon in dieser Saison im dritten Jahr in die Champions League befördern. Richtig geiler Deal. 46 Millionen, das Ganze für Aaron Ramsdale. Neuzugang also vom FC Arsenal aus London und er hat einen auslaufenden Spielervertrag. Da schlagen wir jetzt mal Profit. Ja, das ist dieser eine, den man maximal pro Saison auf jeden Fall machen darf. Jetzt gehen wir doch auf die Suche nach einem neuen Achter. Und im Vergleich zu Andrew hat er eine 86, ist zwar 3 Jahre älter, hat aber trotzdem, ich glaube, 87er Potenzial und ist kurz davor, das schon auszuschöpfen. Bedeutet, er könnte vielleicht auch eher G90 vielleicht sogar gehen, was das Gesamtrating angeht. Ja, ich glaube, besser kann man das nicht machen. Neue Nummer 1 auf Schalke heißt Aaron Ramsdale. Finde ich richtig geil. Zur Auswahl gab es Rovella, Pablo Barrios oder Miretti. Miretti ist ein Jahr jünger, gleiches Rating wie Pablo Barrios. Das ist jetzt unser Neuzugang und aufgrund des Alters wäre Miretti für uns finanziell nicht machbar gewesen. Wir überweisen jetzt, ich glaube, 43 Millionen zu Atletico Madrid und da Rovella eigentlich Preis-Leistungs-Verhältnis der beste gewesen wäre, allerdings mit einem auslaufenden Vertrag, war er recht früh raus. Pablo Barrios ist unser neuer Achter, der Ersatz für Hugo Larsson. Er ist 2 Ratingpunkte besser, zwar ein Jahr älter, aber hat ein deutlich besseres Potenzial, also +1 oder +2 mehr als zuvor der Schwede. Und damit sind wir auch hier wieder nach 2 Transfers fertig, denn wir haben auch nur noch 12 Millionen auf dem Konto. Ich glaube aber, Leute, das Niveau der Flügel ist gar nicht mal so schlecht, wie ich eigentlich dachte. Denn der Flügel für die linke Seite, das ist Savio werden, spielt hier bei Troyes. Ich weiß nicht, ob er da auch von Anfang an spielt, ist an Girona verliehen in der ersten Saison. Wir sind ja mittlerweile in der dritten, hat eine 82er Gesamtstärke mit 21. Und auf der Flügelposition schlagen wir Liga intern zu Antonio Nusa, vielleicht hier auch irgendwann in der Realität mal bei RB Leipzig. Hier in der Karriere ist das Ganze passiert und wir holen ihn aber zu S04, wo er also absoluter Stammspieler sein soll. Damit steht unsere Mannschaft also. Maignan im Tor, Guardiol in der Innenverteidigung, Savio auf dem Flügel, Nusa auf der anderen Seite auf den Flügeln, also ein bisschen an Gesamtstärke verloren, dafür aber eine Innenverteidigung. 85, im Tor eine 89. Ich glaube, das könnten entscheidende Transfers sein, die uns, wie gesagt, dieses Jahr irgendwie international, vielleicht sogar Champions League befördern. Wäre auf jeden Fall sehr krass. Bei Nusa und Savio muss ich noch die Position ändern. Und wir kommen jetzt aber zum Vorstellen der Spieler mal wieder mit Chris. Alle guten Dinge sind 3. Die dritte Sommertransferphase liegt hinter uns. Und vielleicht ganz kurz zur Auflösung. Bei mir sind es 2 Neuzugänge, Dennis. Wie viele sind es denn bei dir? Bei mir 3 + 1 in Klammern sozusagen. Erkläre ich gleich. Du kannst gerne beginnen. Gut, dann mache ich es kurz und knapp, weil interessiert mich auf jeden Fall, was das +1 auf sich hat. 43 Millionen habe ich für Pablo Barrios bezahlt. Nicht wundern, das ist deutlich weniger als sein Marktwert, weil es sich mittlerweile, glaube ich, um +1 verbessert hat. Keine Ahnung, warum der so einen hohen Marktwert hat. Aber Marktwert verändert sich auch bei Transfers, mein Freund. Ich habe es doch im letzten Showdown erst gesagt. Ja, stimmt, stimmt. Ich wollte aber nur damit sagen, nicht, dass die Leute denken, er hat einen auslaufenden Vertrag gehabt. Hatte er nämlich nicht. Ich hatte hier bei Aaron Ramsdale nämlich von einem auslaufenden Spielervertrag profitiert. 58 Millionen Marktwert, 46 gezahlt, meine neue Nummer 1. Okay, dann kann ich mal direkt anfangen mit meiner neuen Nummer 1. Okay. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Vorname Mike, Nachname Maignan. 89er Gesamtstärke mit Turati und 49 Millionen eingetauscht, hat auch an Marktwert dazu gewonnen. Ist eben mein Spieler mit dem auslaufenden Vertrag gewesen. Erstmal wollte ich Courtois holen, aber der hatte irgendwie dann keinen mehr, war mir dann auch ein bisschen zu alt und ein bisschen zu billig dann vielleicht auch. Für Maignan haben wir einiges gezahlt. Dann Flügel habe ich Nusa, kennst du ja, Liga-Intern, hier aber von Leipzig geholt. Hat auch nur eine 78. Ich hoffe, dass ich hier noch gut pushen kann. Savio ist dann mein anderer Flügel, den ich verpflichtet habe. Ich habe nämlich Bakayoko und diesen Italiener verkauft, Beliosho oder wie der hieß. Ja, und da kommen wir nämlich zum Punkt. In Klammern +1 ist nämlich Joschko Guardiol. Denn ich habe diesen Beliosho für ein bisschen was an Geld und eben Joschko Guardiol im Tausch verkauft an Manchester City.
Ah, okay, wirklich? Genau. Haben die das Angebot gemacht? Ja, die haben mir erstmal nur ganz wenig Geld und Guardiola angeboten. Am Ende habe ich, glaube ich, irgendwie 15 oder 20 Millionen bekommen. Ist auch eigentlich nicht der beste Deal, aber ich meinte auch in meinem Commentary, wann bekommt man schon mal Joshko Guardiola angeboten? So 85er Gesamtstärke, absoluter Baller, bestes Innenverteidiger-Talent mit, jetzt zusammen mit Hato, die beiden besten Innenverteidiger-Talente sozusagen. Ja, ich bin zufrieden. Und was hatte dein vorheriger Innenverteidiger für ein Gesamtrating? Auch hatte 76. Oha. Also krass. Plus 9, ne? Im Vergleich ist sehr stabil. Ja. Was bleibt zu sagen abschließend? Ich glaube nicht viel. Dritte Saison steht an für Chris in der Conference League auch noch. Also Dreifachbelastung. Ich hoffe, vielleicht kann ich dadurch meinen Vorteil haben und werde einfach Meister, Digga. Let's go. Auf zum Ende. Ihr seht also die Bundesliga-Tabellen. Einmal bei Dennis und auch bei mir. Und ich kann schon mal so weit vorwegnehmen. Letztes Jahr war es ja nur die Conference League mit Platz 6, weil ja der Sportclub Verl international gespielt hat. Gleich kann ich euch mal zeigen, wie die abgeschnitten haben. Es gibt nämlich genauso wieder einen brutalen Pokalsieger. Naja, egal. Ich stehe auf Platz 4. Gerade so mit 62 Punkten. Ein Punkt vor Leipzig, einer aber auch nur hinter Wolfsburg und zwei vor Leverkusen. Also es war ein ganz enges Rennen. Platz 4. Nächstes Jahr Champions League mit Schalke. Dennis, bei dir auch. Wie viele Punkte hat der Meister bei dir? Mal so gefragt. 70 nur. Digga, was? Ja. Willst du mich rollen? 70! Ja, Dortmund, 70. Ach mein Gott, Junge, mit meiner Punktzahl wäre ich halt Meister bei dir geworden. Schade. Wie viele hast du denn? 71. Oh, okay. Aber ich werde bei mir leider nur Dritter. 75 Punkte, Bayern Erster. Dann haben wir Leipzig mit 73 auf der 2. Wir vorm BVB. Let's go, wann gab's das zuletzt? Kommentiert's mal gerne. Gibt super viele Gründe heute zu kommentieren, Freunde. Ja, 2 Punkte vom BVB mit 69 Punkten. Also BVB 69, wir haben 71. Union auf der 6, auch sehr, sehr stark. Leverkusen 5 und mit 62 Punkten wärst du auch nur auf dieser 5 bei mir. Ja, aber ist ja trotzdem ganz geil, dass es uns beide in Champions League geht. Ist hammergeil, ja? Hammergeil. Vielleicht ich hoffe auch Budget nächstes Jahr wie bei dir, so ein bisschen mehr, wäre Hammer. Wobei auch bei mir ja nur 7 Millionen mehr als im Vorjahr, gell? Also ich will jetzt dann schon mal so ordentlich was auf dem Konto haben. Ja, ich habe 15 Millionen weniger als du. Was soll ich jetzt sagen? Ja, okay, gut, da muss ich raus. Okay, Pokalsieger bei dir, ne? Ja, es ist unfassbar. Also ich weiß nicht warum. Ich erhoffe mir vielleicht ja auch nächstes Jahr. Ganz das egal, ist einfach dein Spiel, Bro. Deswegen wirst du auch immer Pokalsieger, wenn wir Showdowns machen. Ja, und hoffentlich werde ich nächstes Jahr Champions League Sieger schon. Ja, ich hoffe nicht. Ja? Ja, okay, also Dortmund war auf jeden Fall im Finale und ihr seht es ja bei mir schon, ja, Dynamo Dresden ist Pokalsieger. Ey, ich bin wirklich sprachlos, also ich war in Runde 2, hab gewonnen gegen Holstein Kiel, hab dann aber auch schon gegen die Hertha im Elfmeterschießen verloren. Ja, und was Dresden da gemacht hat, ist brutal, ist absolut stark und hat gegen Dortmund dann 1-0 im Finale gewonnen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe im Halbfinale dieses Jahr Darmstadt und Duisburg. Das ist auch nicht schlecht, aber Leverkusen und Dortmund waren dann im Finale. Dortmund gewinnt und ich bin auch in Runde 3 gegen Darmstadt aber ausgeschieden. Okay, ja gut. Also international warst du ja noch nicht qualifiziert. Nö, leider nicht. Erzähl mal, wie lief's? Gewinnt Leverkusen die Europa League. Mhm. Und natürlich war in der Europa League ja auch der Sportclub aus Verl. Und die sind hier. Ah, okay. In einer Gruppe G zusammen mit Sevilla, Galatasaray und dem SK Rapid. Ja, sie haben 5 Punkte geholt. Also die haben tatsächlich gewonnen. Lass mich ganz kurz schauen. Einmal zu Hause gegen Rapid. Ja, also 5 Punkte haben sie geholt, sind aber direkt raus. Ich war ja in der Conference League und ihr seht's auch, der FC Schalke 04 ist Gewinner der Europa Conference League. In der Gruppe keine Niederlage, Vorrunde übersprungen, gewonnen gegen Legia Warschau 6-1, 5-3 gegen Mütjeland, dann hier 6-3 gegen Lyon und dann 2-0 gegen das neue Schloss. Also Newcastle gegen die Magpies. Hast schon Platz im Büro für den Ikea-Mülleimer gefunden? Ja, das würde ich schon behaupten. Also hole ich mir auf jeden Fall. Okay, hast du schon eine schöne Ecke gefunden? Ja, hier ist, ey, ich habe da was auf jeden Fall. Nee, Trainer des Monatspreises, blicken wir nochmal ganz schnell drauf. Oh, dann können wir das ganze Ding abschließen. Ja, ich war vor dir, hab mal wieder gar keinen. Perfekt, was hast du? 4. Ja, Digga, come on. Das habe ich aber nie gesehen. Come on, Junge, wofür denn ist die Frage? Wofür? Ja, mein also Gott, ey, muss das sein. Egal. Drauf geschissen, egal. Ich war besser in der Liga, das ist mir mehr wert als diese dummen Preise, die eh keinen Sinn haben. Magnon hat 8 Spiele zu 0. Ja, Ramsdale hat 12-mal die Null also gehalten. Sehr stark. Vorlagen. Bleibt bei mir ein absolutes Trauerspiel dieses Jahr, sonst 8. Ja, ich habe 10 bei Pablo Barrios und auch 10 bei Ferguson. Okay, das ist stark. Dann habe ich Tore, 22 aber auch nur. Ja, das wird irgendwie nichts. Aber es geht diesmal an dich, ja, weil Carlos Forbes ist mit 20 der Beste bei mir. Ja, okay, bei mir hat sich auch Savio 13, Musa 15, Tail 22, bisschen zu doll aufgeteilt. Ja, bei mir auch so 12, 16, 19, 20. Aber ganz egal, solange das dann funktioniert und die Jungs abliefern und nächstes Jahr Champions League spielen, ist das für mich absolut fein. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Und in dem Sinne, Leute, springen wir rein ins mittlerweile vierte Jahr? Ja, genau. Müsste das vierte sein. Saison Nummer 4, also 26, 27 dann. Und dann starten wir damit rein. Es wird zum vierten Mal Zeit, 20 Minuten zu starten. Und die beginnen in 3, 2, 1. Let's go, Leute. Vom Budget her leider nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Bei Chris genauso wenig wie bei mir. Es waren 55 Millionen. Dadurch, dass ich aber die ganze
ganzen Verträge verlängern musste und die alle natürlich auch so viel mehr Geld haben wollen als im ja, zum Start im Vergleich zum ersten Jahr, haben wir eben auch nur noch 39 Millionen. Mal gucken, was man davon kaufen könnte. Im Idealfall eigentlich ein neuer Sechser anstelle von Prati, auch anstelle von Larsson, neuer Mittelfeldspieler, wäre nicht verkehrt, halt gerade was die Gesamtstärke angeht. Ansonsten sieht der Rest halt nämlich schon echt ziemlich gut aus. Ja, 107 Millionen für Matteo Prati, das reicht. Es waren harte Verhandlungen mit Ten Hag und Manchester United. Anfangs dachte ich, die haben gar kein Geld, aber immerhin über 100 Millionen für den Bruder. 36 Millionen, Pablo Barrios im Tausch und dafür verkaufen wir also Hugo Larsson. Barrios, der müsste, glaube ich, auch bei Chris in der Startelf sein. Zwei Gesamtstärken besser eben auch schon als Larsson und wir kriegen halt nochmal Geld obendrauf. Denke mal nicht, dass wir mit Barrios mit seiner 83er Gesamtstärke direkt den CL-Titel gewinnen können, aber mehr Gesamtstärke, Potenzial ist ebenfalls sehr stabil und ich hoffe, dass er sich auch gut entwickeln wird, denn dann ist dieser Deal anders als bei dem Italiener und Guardiol auf jeden Fall rentabel für uns. Juventus Turin ist bereit, Hato für 124 Millionen zu holen. Also wir haben ja gerade einen richtigen Geldregen. Der Spieler, den wir da mit einem auslaufenden Vertrag in dieser mittlerweile vierten Saison holen, wird unser neuer Sechser, nämlich Rodri. Der beste Sechser in der Realität, genauso aber auch im Karrieremodus. Dennoch einer, den wir, glaube ich, absolut selten verpflichten, weil er nun mal auch sauteuer ist, in einem guten Alter ist, einen langen Vertrag hat. Und hier ist das Ganze eben möglich und wir holen Rodri zu S04. Behalten wir jetzt noch ein bisschen Geld zur Verfügung, aber zu guter Letzt, glaube ich mal zumindest, wird nur noch der Ersatz für Jorel Hato kommen und ihr seht ja schon, wer da kommt, Leute. Genau wie Rodri auch, einer der absolut besten Spieler auf seiner Position in der Innenverteidigung, in dem Fall Alessandro Bastoni kommt von Inter Mailand. Man erhofft sich Jahr für Jahr extrem viel. Der Timer startet erstmal jetzt, ja, und dann gucke ich hier aufs Büro und sehe 59 Millionen. Das ist nicht wenig, aber ehrlich gesagt hätte ich hier schon noch so ein paar Spieler gerne geupgradet. Also Aidi und Doucouré sind jetzt Verkaufskandidaten. Bajcetic bekommt wahrscheinlich weiter das Vertrauen von mir. Hato hoffentlich auch. Vielleicht gehen die Jungs ja dann auch hoch. Wir haben Barrios, wir haben Neves, der könnte auch so gehen. 85 hoffentlich noch funktionieren. Ja gut, Forbes, Nusa, Ferguson, wir haben genauso Meyer, Barrios gut und auch Ramsdale. Die kann man safe behalten, aber wir brauchen einen neuen Innenverteidiger und einen neuen Rechtsverteidiger. Die zwei werden verkauft und dann gucken wir mal, wer im Umkehrschluss neu zum FC Schalke 04 wechselt. Ihr kennt ja das Spiel. Verkäufe zu Beginn einer jeglichen Transferphase. Campos, das ist irgendwann mal einer aus der Jugend, bringt 1,7 Millionen. Ist ja einfach für uns nur Peanuts, denn wir wollen in ganz andere Schubladen greifen. Das sollte funktionieren, denn Doucouré bringt 42,7 Millionen. Wechselt zu den Münchner Bayern zum deutschen Rekordmeister. Aidin wechselt in die Serie A für 46. Ja, das ist extrem. Mit dem Geld vom Anfang haben wir jetzt 131 Millionen. Bajcetic hat noch immer das Gefühl, größte Potenzial ist auch nochmal plus 1 hoch. Bedeutet, wir setzen weiter drauf. Ja, neuer Innenverteidiger, neuer Rechtsverteidiger und dann wird es das wieder gewesen sein. Ja, der ganz große Umbruch, der wird wahrscheinlich erstmal nicht zustande kommen. Wir mussten jetzt ganz schnell sein, denn Fikayo Tomori, der englische Innenverteidiger vom AC Milan, hatte einen auslaufenden Vertrag und das ist also damit wieder dieser einer Spieler mit einem auslaufenden, den wir jetzt dann realisieren, ist 28, 88er Gesamtrating und er war bereits in Kontakt mit Manchester City. Ja, sein Marktwert betrug, glaube ich, 78 Millionen. Wir überweisen knapp über 60. Wobei, das seht ihr jetzt vielleicht gleich im Hintergrund nochmal. Es sind 65. Ja, somit haben wir jetzt noch gute 60 übrig für den neuen Rechtsverteidiger. Denn für die Mitte haben wir jetzt gefühlt den perfekten schon gefunden. Es geht in die richtige Richtung. 26 Jahre alt, 84er Gesamtrating. Ja, der Spanier, der kennt die portugiesische Liga, kennt die aus der Premier League aus seiner Zeit von Tottenham. Von dort wird er jetzt aber nach Deutschland transferiert zum FC Schalke 04. Kostet uns, ich glaube, gute 48 Millionen. Wir haben jetzt auch noch 8 oder 9 Millionen übrig, was aber für uns ja absolut nicht mehr ausgegeben wird, sondern mit ins nächste Jahr genommen. Pedro Porro, ja, noch hat er eine 84. Wir werden ihn aber als rechten Außenverteidiger umtrainieren und vielleicht dann auch von dem Positioning Change plus 1 profitieren. Das ist das Ziel. So Leute, Saison Nummer 4 ist vorbei. Das erste Mal bis zum Champions League Sieg nehmen also beide auch an der Champions League teil und die Frage ist, was für Spieler sind da gekommen? Wir hatten beide nicht krasse Budgets. Ich muss auch noch ein paar Verträge verlängern, das heißt, wir sind auch mit 10 Millionen weniger mäßig reingestartet. Ja, wie sieht's aus bei dir? Ich habe zwei Neuzugänge. Zwei Neuzugänge, okay, gut. Bei mir sind es auch tatsächlich zwei, beziehungsweise auch mal wieder so einer in Klammern, weil ich mal wieder einen Spieler per Tausch bekommen habe. Mit dem kann ich ja anfangen, das ist Pablo Barrios. Kennst du ja, ne? Von Atletico. Ja, der kommt ja auch, genau. Die haben bei mir Hugo Larsson geholt, der hat mehr Gesamtstärke als Larsson. Potenzial wird bestimmt auch nicht schlechter sein, dachte ich mir, nehme ich mir mit. Und mit dem Geld habe ich unter anderem ja einmal Rodri verpflichtet, also ich habe auch meinen Sechser verkauft, muss man erstmal erwähnen an der Stelle. Mit Rodri dann eben mein Slot benutzt, in dem Sinne für Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Ist halt der beste Sechser der Welt, was reden wir, Junge? 91er Gesamtstärke. Aber auch, muss man sagen, habe ich auch erwähnt, selten in Showdown. Ja, das stimmt. Also den hat man irgendwie auch nie auf dem Schirm, weil er ja dann doch auch schon ein bisschen älter ist natürlich. Ja, genau, ne? Älter, aber trotzdem ist er absolut der Beste. Langer Vertrag auch, ne, der kostet auch immer sehr viel. Dasselbe gilt eigentlich für Alessandro Bastoni, der dann mein Innenverteidiger geworden ist. Ich habe Hato verkauft für irgendwie 120 Millionen oder so an Juve. Ja, und dafür eben 90 jetzt mit Bastoni am Start.
Okay, finde ich richtig gut, ja. Und was auch ganz cool ist, ich habe damals auch Hugo Larsson hergegeben, um Pablo Barrios als Ersatz zu holen. Bei dir war es ja jetzt ein direkter Tauschdeal. Mhm. Bei mir damals halt nicht. Also Larsson verkauft und dann ein bisschen was an Geld eingenommen. Aber trotzdem interessant. Ja, finde ich richtig cool. Ich habe einen neuen Rechtsverteidiger. Petro Porro kam von Tottenham und ich habe Fikayo Tomori als neuen Innenverteidiger. Okay. 65 Millionen hat er gekostet. Er übrigens stark. Wieder der Kandidat mit einem auslaufenden Spielervertrag. Ich bin absolut zufrieden mit meiner Truppe. Ob es für den ganz großen Schritt reicht, wage ich fast zu bezweifeln. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. So sieht's aus. Bist du bei dir schon so weit vorne, dass du die Gegner in der Champions League siehst? Nee, so weit bin ich noch nicht vorne. Ja, okay. Ich auch noch nicht. Also dann würde ich sagen, lassen wir uns doch am Ende der Saison einfach überraschen, genau, oder? So sieht's aus. Ab zum Ende der vierten Saison, zum Juni 2027 mittlerweile. So Leute, angekommen am Ende der vierten Saison. Ihr seht schon, keiner hat hier irgendwie ein Champions-League-Finale vor der Brust. Wir haben es auch beide nicht gepackt. Das kann man schon mal an der Stelle spoilern. Kommen wir aber kurz zu den Ergebnissen, denn wir wollen natürlich direkt weiter ins fünfte Jahr. Bundesliga, Schalke wird Meister. Ich habe 2 Punkte mehr als letztes Jahr. Und dieses Jahr reicht es halt für die Meisterschaft mit 73. Ja, ich habe 1 Punkt mehr und bin auch Meister. Der FC Schalke 04 steht auch bei mir auf Platz 1. Wie viele, du hattest letztes Jahr noch irgendwie 60 Punkte oder so? Ja, ich hatte also 1 Punkt mehr als du, meine ich jetzt gerade so, im Vergleich, was ich gerade gesagt habe. Okay, okay. Ja. Ich dachte auch bei dir so im Vergleich zum letzten Jahr. Okay, nein, gut. Das heißt, beide würden 20 Punkte mitnehmen. Sehr stabil. DFB-Pokal. Ich hatte, glaube ich, direkt Leverkusen als Gegner und, die habe ich noch geschlagen. Aber dann hatte ich Bremen und die kann ich dann natürlich nicht schlagen. Ja, okay. Also meine Reise ging über den Waldhof, also über Mannheim. Dann habe ich in Frankfurt gewonnen gegen Aue, gewonnen in Leverkusen und dann gegen Stuttgart gewonnen. Also der Pokal geht nach Schalke und damit auch das Double. Stark. Junge, let's go. Sehr, sehr stark. Dann letzter Wettbewerb ist die Champions League. Gruppe Rom, Kopenhagen, Braga, auseinandergepflückt, 18 Punkte, auch nur 2 Gegentore, ist stabil. Hat im Achtelfinale auch was gebracht, West Ham war der Gegner, 5-3 gewonnen. Und dann kam natürlich Real Madrid und dann verlieren wir im Elfmeterschießen mit 8-7. Wahnsinn. Ach, mein Gott. Finale Atletico Arsenal ist nicht uninteressant. Gebrochen. Was soll ich sagen? Ja, bei mir war es auch. Also ich hätte durchaus ein bisschen weiterkommen können in der Gruppe mit Milan, den Rangers und Brügge. 5 Siege, nur 1 Niederlage. Ja, zum Auftakt gegen Milan verloren, dann alles durchrasiert. 15 Punkte im Achtelfinale kann dann City. Ja, 5-5 nach Hin- und Rückspiel, um dann 5-4 im Elfmeterschießen zu verlieren. Naja, ähnlich bitter wie bei dir, nur dass das Ganze nochmal eine Runde weiter vorher war. Ja, für euch ja wichtig, wenn es dann ums Punktezählen geht. Nochmal eine Runde weiter vorher. Das ist auch ein schöner Satz. Eine Runde weiter, was wollte ich denn eigentlich sagen? Das ist kein Einfach Deutsch, nur eine Runde vorher, hätte ich gesagt. Ja, ohne das weiter, genau. Ja, ja, ich genau. Also wahrscheinlich war es nix, dass du eine Runde weitergekommen bist. Ach komm, lass es. Okay, meine Karriere, blicken wir kurz rein. Ich habe dieses Jahr sogar 2 Trainer des Monatspreises im Angebot. Bahnbrechend. Ja, ist krass. Ich habe einen, also einer weniger als das du. Das ist ein kleiner Erfolg, aber es ist mein Erfolg. Deswegen finde ich es gut. Deswegen, ja, was soll ich sagen. Ohne Gegentor. Letzt, ja, wollte ich gerade sagen. Statistiken. 10. 14. Irgendwie, meine Keeper wollen heute nicht. Schade drum. Ja. Dafür wollte Baturina endlich mal. 13 Vorlagen. Aber jetzt reicht's wahrscheinlich nicht. Doch, ich habe nur 10 bei Schalke. Ja, let's go. Hätte ich auch Tell mit 10. Und 28 Tore, 10 Vorlagen. 28-10 ist eine schöne Zahlenkombination. Mein Geburtstag, auch der Geburtstag von Bill Gates. Das sei mal der Stelle erwähnt. 28 Tore habe ich im Angebot. Ja, ich habe 24. Evan Ferguson. Okay, das finde ich gut. Aber ich hatte auch wirklich dieses Jahr Baturina 23, Savio 23 und Tell 28. Das läuft. Und nächstes Jahr könnte es ja vielleicht mal soweit sein und einer von uns beiden gewinnt die Champions League. Aber dazu mehr dann im nächsten Jahr, gerade eben schon erwähnt, Freunde, in das starten wir jetzt natürlich rein. Hier sind wir dann. Ehrlich, ich bin wirklich im Bruch. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Also es läuft ja bis dahin wirklich gut, aber das Geld, 77 Millionen, das ist okay. Aber ich habe mich gerade auf einen dicken Umbruch nochmal gefreut. Ich dachte so, komm, Bajcetic weg, Hato weg, vielleicht Tauschdeals, Neves, Poro, aber nee, ja, nix da. Also wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir alle Spieler, die maximal die 85 haben, jetzt dann auf jeden Fall hergeben. Bedeutet aber auch, wenn das Potenzial natürlich stimmt, und ich glaube, das ist zumindest noch so, dann kriegt man da auch noch ein bisschen Geld. Ja, Hato, genauso auch Bajcetic, kommen erstmal auf die Verkaufsliste, Joao Neves, mit dem gehen wir weiter. Und dann, ja, sollen die 2 Spieler weg, vielleicht Poro noch irgendwie einen Tauschdeal. Schauen wir einfach mal. Ich simuliere nach vorne, ich verkaufe alle Spieler, wir werden wieder mal Profit schlagen, hoffentlich von einem, mal mindestens und maximal zugleich auch auslaufenden Spielervertrag. Und dann schauen wir mal, was die Transferphase 5.0 bringt. Ich glaube, es ist die 5. Saison. Wenn ich euch sage, wir haben nur 2 Spieler verkauft und von den nicht mal 80 Millionen zu Beginn gehen wir auf 265, dann denkt ihr euch, was ist da passiert? Ja, und vom anfänglichen Bruch war ich zwischenzeitlich mehr als nur überzeugt von unseren Verkäufen. Jorel Hatto bringt 80 Millionen und warum auch immer Stefan Bajcetic 166,3
Was? Wo kommt das denn bitte her? Also, Fakt ist natürlich, wir können jetzt dann auch, weil wir alles, also wir gehen all in. Ich will dieses Jahr die Champions League gewinnen. Und wenn nicht ich, dann könnte Dennis vielleicht schon packen. Also wir müssen schon auch Risiko gehen. Wir werden vielleicht jetzt auch so ein paar ältere Spieler verpflichten. Setze ich mich ran. Ja, Innenverteidiger und einen neuen Sechser. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Aber vielleicht gibt's da ja richtig geile Deals. Diesmal Bennacer kommt. 29 Jahre alt, 89er Gesamtrating und damit 4 Punkte besser als zuvor Stefan Bajčetić. Also, das ist unser neuer Sechser. Weiter geht's, ja. Wir haben natürlich jetzt noch 140 Millionen, vielleicht auslaufender Vertrag für einen Innenverteidiger, um dann noch später einen Tauschdeal mit Petro Porro und einem besseren Rechtsverteidiger zu verwirklichen. Das ist mal der Wunsch. Neuer Innenverteidiger, auslaufender Vertrag, Alessandro Bastoni, der ja, glaube ich, auch bei Dennis aktuell ist, ist 28, hat eine 90 an Gesamtrating, kostet uns auch passend dazu 90 Millionen, ist der neue linke Innenverteidiger neben Fikayo Tomori. Beide ja ursprünglich aus Mailand, der eine von Inter, der andere vom AC. Also geil. Ja, jetzt haben wir noch 50 Millionen. Petro Porro, Tausch, vielleicht Trent Alexander-Arnold oder irgendwas in die Richtung. Wir geben noch nicht auf oder wir lassen noch nicht locker viel mehr. Wir haben auch unsere neuen Rechtsverteidiger gefunden. Es ist Jeremy Frimpong. 5 Millionen zahlen wir nur obendrauf. Er ist gleich alt oder sogar ein Jahr jünger als Petro Porro, hat 2 Ratingpunkte mehr und ist dementsprechend einfach die deutlich bessere Wahl. Wir profitieren hier davon, dass der Tauschdeal einfach richtig krass von Leverkusen angenommen wurde. Keine Ahnung warum. 5 Millionen ist geil. Gut, Porro ist jetzt nicht so viel schlechter, aber Frimpong ist auf jeden Fall am Start und wir haben unseren neuen Rechtsverteidiger und haben noch immer 40 Millionen, vielleicht Joao Neves noch irgendwie wegtauscht. Egal, wir lassen es jetzt so. Ich habe es probiert, ja, gerade bei Petri, ich habe es probiert bei De Jong, ich habe es probiert bei Trent Alexander-Arnold, um den dann als Achter bzw. ja, Zehner, Sechser umzutrainieren. Funktioniert nicht. Entwicklungspläne werden angepasst und dann treffen wir uns wieder oder sehen uns jetzt gleich wieder zusammen mit Dennis. Okay, Leute, 5. Jahr mittlerweile, die Zeit beginnt, verplempern wir gar nicht. 3, 2, 1, let's go. Und wir haben ein Budget von 95 Millionen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich würde gerne dieses Jahr Barrios ersetzen und Nusa. Vielleicht verkaufen wir auch beide, vielleicht auch nicht. Geld würde ja theoretisch für einen Ersatzspieler reichen. Schauen wir mal, was geht. Nummer 1 wird Eduardo Camavinga. Ich hoffe, das Mittelfeld wird dadurch noch defensiver und wir haben dann wirklich mit Baturina und dem Offensivtrio, wo dann noch ein anderer Spieler natürlich dazukommen wird, die ultimative Offensivpower und stehen defensiv eben so stabil, dass wir auch die Champions League gewinnen können. Und endlich darf ich aus dem Real Life einen meiner absoluten Lieblingsspieler endlich jetzt auch mal safe behalten in dem Showdown. Deswegen ist es auch mal schön, ohne Snipes zu spielen, denn Rafael Leao ist am Start und bleibt auch beim Start. Hier bei S04, der Transfer ist durch, damit neues Offensivtrio Savio, Tell und Leao. Die 5. Saison, die Transferphase ist abgeschlossen und die Frage erstmal, wie viele Transfers sind es bei dir geworden, Chris? Ich habe insgesamt 3 Neuzugänge bei mir. 3, okay. Mhm. Ich habe 2, die kann ich auch mal kurz und knapp vorstellen. Camavinga kam fürs ZDM und neuer Flügel anstelle von Nusa ist, ich darf ihn noch endlich mal behalten. Kuss geht raus, Rafael Leao, Digga, ich freue mich. Und darf ich raten, welche Spieler du geholt hast, mein Freund? Ja, wir können gerne, auf jeden Fall. Position kannst du sagen, wegen links? Ja, klar, Rechtsverteidiger. Vielleicht Bundesliga, Frimpong. Ja, richtig. Mhm. Okay. Also Petro Porro im Tausch und nur 5 Millionen obendrauf. Porro ist dank natürlich tauscht die mal wieder plus 2 im Gesamtrating hoch, aber das ist mal außen vor. Innenverteidiger. Ah, okay. Könnte dir bekannt vorkommen. Vielleicht, okay. Ja, wenn du so sagst, Bastoni. Ja, richtig, genau. Das war der mit dem Auslaufen. Ich will aber auch eigentlich auf was völlig anderes hinaus. Ich habe mich ein bisschen zu früh entmutet und wusste auch schon von diesen beiden Transfers. Ach so, okay. Und, aber es war auf jeden Fall super interessant, dich mal so dabei zu erleben bei den Transfers und so. Ja, hast du auch einen neuen Sechser? Nee, den habe ich tatsächlich nicht gehört. Also Bastoni und Ding wusste ich, aber die letzte Option, die hatte ich dann nicht mehr gehört. Ich wusste, dass du Neves eintauschen willst. Jetzt es aber nicht geschafft hast. Ja, richtig, genau. Also ich habe 115 gezahlt für einen neuen Sechser. Kimmich war zu alt, Rodri war mir dann zu teuer und deshalb ist es Chouamini? Ismael Bennacer geworden. Bennacer, okay, krass. Ja, ich hätte jetzt Chouamini, um ehrlich zu sein, gedacht. Aber gut, Bennacer auch übelst krass. Hat eine 89 tatsächlich auch. Ja, Camavinga bei mir auch. Oh, geil. Okay, also ich bin auch sehr gespannt. Also ich predict jetzt einfach mal, dass wir am Ende der Saison, egal ob du oder ich, die Champions League gewinnen. Ja, weil ich bin auf den Vergleich gespannt. Auch, ja, ne? Ultra, das wollte ich gerade sagen. Ich will jetzt endlich mal wissen, wie so die Vergleiche unserer Mannschaft sind. Also ihr seht es ja dann auch jeweils schon bei Dennis und bei mir. Aber es heißt ein zweites Mal Champions League. Also ich bin sehr gespannt. Bei dir letztes Jahr Viertelfinale. Gegen Real, Elfmeterschießen. Da muss jetzt mehr gehen. Beide auch als Meister. Ja. Gruppen werden schon einfacher. Man wird relativ sicher vielleicht Erster. Deswegen, Leute, auf zum Ende der Saison. Und vielleicht wird es ja die letzte. Es wäre schön. Aber vielleicht gibt es auch noch eine. Mal gucken. So, Leute, das 5. Jahr findet sein Ende. Ich bin zwischen Bruch und Feierstimmung. Ihr seht erstmal Bundesliga-Tabelle, Platz 6. Das bedeutet, wenn wir nicht die Champions League gewinnen, kleiner Spoiler schon mal, dann
würde es bedeuten, dass wir nächstes Jahr nicht mal international spielen. Also schlimmer könnte es gar nicht kommen. Absolut Katastrophe, wie man dieses Jahr mit dieser Mannschaft vor allen Dingen nur 59 Punkte in der Bund-Ass-Liga holen kann. Also wirklich beim besten Willen, keine Ahnung, wie das hier schief ging. Pokal lief bis Hälfte der Saison auch noch ganz gut. Ich mache jetzt einfach mal alles kurz durch, Chris. Ja, okay. Pokal lief ganz gut, Viertelfinale, aber dann gegen Karlsruhe verloren. Ne, Grüße auch nochmal an dich, Chris, hier ne, mit Karlsruhe Content Creator. Ja. Karlsruhe aber leider nicht ins Finale gekommen. Die haben das Derby gegen Freiburg dann verloren. Und zu guter Letzt die Champions League. Wir stehen im Finale. Aber das Ding muss jetzt gewonnen werden. Wenn ich das nicht gewinne, dann ist vorbei. Dann ist komplett vorbei. Dann spiele ich nächstes Jahr nicht Champions League. Da kann ich erst in Saison 7 die Champions League überhaupt gewinnen wieder. Das ist absolut belastend. Also. Halbfinale davor Juve, Viertelfinale Atletico, Achtelfinale Inter, Gruppenerster geworden, nicht ganz dominant, aber gut, wir hatten noch Juve in der Gruppe. Ja, es zählt jetzt. Gegen Real müssen wir gewinnen. Und das heißt jetzt, Real ist auf jeden Fall bei dir der Gegner. Okay, du weißt ja noch nicht, wie es bei mir gelaufen ist in der Champions League. Nee. Vielleicht hole ich das Ding ja auch oder wir holen es beide nicht. Dann habe ich aber definitiv bessere Chancen. Denn ja. Ich habe am Anfang, Dennis, du weißt es, ja, ich habe predicted, es wird vielleicht die Invisible-Saison. Also ohne eine einzige Niederlage. Was ist das jetzt auch geworden? Leider nicht, nee. Am 5. Spieltag habe ich gegen Leverkusen verloren. Digga. Ich habe mich da was erinnern können, wo du ein bisschen sauer wurdest. Richtig, genau. Aber ich habe tatsächlich ansonsten nur diese eine Niederlage. Ich habe 93 Punkte auf dem Konto. 93? Junge, ich habe 59! Ja, 59 ist... Kannst du umdrehen, Junge, hast du deine Punktzahl? Ja. Oh, mein Gott, ey. Also das ist wirklich bodenlos. Wobei, ich muss auch dazu sagen, ich habe 27 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Ja, die auf Platz 2, die haben nur 66 Zähler. Supercup habe ich verloren gegen Leverkusen. Den habe ich gewonnen, let's go. Ja, wirklich? Okay. Ja, ich habe aber das Double immerhin. Ich habe die Bayern im Pokal geschlagen. Und in der Champions League steht im Finale Tottenham gegen Paris. Ja, ich habe die Gruppenphase unter anderem gegen West Ham abgeliefert. Ja, ich war da Erster mit 11 Punkten. Achtelfinale Atletico 6-4 geschlagen. Und dann kam es zu dem erneuten Wiederaufeinandertreffen. Ja, also mit West Ham. Hab dann einfach 4-3 verloren. Hinspiel 2-1 gewonnen. Rückspiel einfach im London Stadium 3-1 auf den Sack bekommen. Gut, dann hoffe ich einfach mal für mich, dass ich das Ding hier mit dem Champions-League-Finale beenden kann, weil sonst muss ich verdammt nochmal los im Estadio do SL Benfica. Geh mal so rein, kurzer Blick noch auf die Truppe von Real. Ey, Digga, das ist so eine Mülltruppe, ne? So eine Mülltruppe. Okay, die Außenverteidiger sind krass, da haben die Luis und Balde. Innenverteidiger ist Christensen neben Militao. Bernardo müsste auch schon mittlerweile jenseits der 30 sein. Ceballos, wie auch immer, spielt da im Mittelfeld. Theo, Bruder, ist deren Sechser. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Ja, Latasa ist vorne im Sturm. Der, wenn wir das nicht gewinnen, dann fresse ich einen Besen. Also wirklich, Leute, beim besten Willen. Aber gut, Leute, es kann alles passieren. Real steht irgendwo auch nicht ohne Grund in diesem Finale. Chris, du hast die Ehre, du darfst gerne den Countdown machen für die Schnellsimulation. Okay, dann heißt es also 3, 2, 1, ab geht's, Junge. Ich bin rechts, auswärts. Ja, Digga, Tay und Barco. Let's freaking go. Und dieser Latasa hat einfach wirklich noch den Ausgleich gemacht, Junge. Fast mir komplett das Genick gebrochen. Aber nee, Matis Tell, der glaube ich auch mit unser bester Spieler in diesem fünften Jahr war, hat es auch geschafft, uns die Champions League zu gewinnen. Was da auch für Leute reinkamen. Kein Wunder, dass wir übrigens manchmal Spieler nicht gut spielen, wenn ich angucke, was hier für Idioten auf meiner Seite dann eingewechselt wurden für einen Leao, Rodrigo und sonstige Gefährten. Oh Mann. Ja, aber gut, manchmal kann man auch nichts machen. Ich meine, wir haben auch gelernt, Karrieremodus, was da für Spieler teilweise eingesetzt werden. Man muss nun mal irgendwie diese Kader eben so klein wie möglich halten. Es ist scheiße, wir wollen es glaube ich beide auch nicht, aber wir wollen eben auch, dass die besten Spieler spielen. Und dann, wenn das die einzige Option ist, dann ist es nun mal so. Aber gut, wir haben es also geschafft, oder ich habe es vielmehr geschafft, den Champions League-Titel also zu gewinnen. Aber wir sind noch nicht ganz am Abschluss, Leute, denn wir haben noch zumindest theoretisch ein paar Punkte in dem Sinne zu vergeben. Ja. Meine Karriere blicken wir rein. Sollte bei mir nichts gehen. Immerhin eine 1 bei Trainer als Monatspreisen. Ja, also bei mir sieht das deutlich besser aus. Eine ich habe 5. Ja, das ist aber auch 5. verdient. 100% und verdient. Ich bin Trainer des Jahres. Ja, das ist auch 100% verdient. Ja, was soll ich sagen, ne? Also gerade in diesem letzten Jahr, wenn die Champions League nicht gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich das absolute 10 von 10 Jahr gehabt. Ja, hätte schon passieren können. Aber ey, die Erwartungen waren schon natürlich auch irgendwo da. Aber gut, gegen West Ham zu scheitern ist dann bitter. Aber das kann eben passieren. An der Stelle natürlich auch Dennis Glückwunsch, ja, zum Champions League Sieg. Freut mich auf jeden Fall. Denn es ist einfach brutal aufwendig. Ganz egal, wer gewinnt. Im Endeffekt, du weißt das sowieso. Mir ist völlig egal, ich freue mich einfach. Ich weiß ja sowieso, mein Freund. Ich weiß. Du weißt, wie es läuft. Ich küsse dein Herz, Bro. Okay, abschließend Statistik. Bevor wir die Mannschaften vergleichen, da wollte ich jetzt nämlich gerade schon reingehen. Sollten bei mir jetzt aber auch nicht so krass sein. Ja, Digga, 6 Spiele zu 0.
Ja, ich habe 14 bei Aaron Ramsdale. Gönn dir. Ich habe immerhin 2 Vorlagen von Magnon. Vorlagen, Baturina auch leider stark nachgelassen, nur 10. Ja, ich habe 16 mit Pablo Barrios. Tore könnte vielleicht an mich gehen, habe ich Tell mit 32. Ja, ich habe 30, Evan Ferguson. Der war aber leider auch eine Zeit lang verletzt, hat nur 39 Einsätze. Und okay, nur 39 Einsätze. Dafür ist die Quote bei dir doch auf einem anderen Level. Aber mal gucken, ob die Mannschaft an sich auch auf einem anderen Level ist. Ich bin sehr gespannt. Bist du drauf, Kollege? Ich bin drauf, jawohl. Okay, let's go. Keeper habe ich 91. Habe ich 90, Ramsdale. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Magnon noch besser ist, um ehrlich zu sein. Aber gut, Viererkette hast du auch bestimmt. Ja, ne? Ja. Okay, gut, dann habe ich Barco 88. Bastoni 92, Guardiol 90 und Fresneda 89. Ich habe Frimpong 89, Tomori 90, Bastoni 91, Maier 93. 93, Junge, was eine Maschine. Okay, Dreier-Mittelfeld hast du auch? Ja, genau. Mhm. Okay, habe ich Baturina 92, Rodri 92, Kamavinga 91. Ja, ich habe Neves 87, der geht mir die ganze Zeit schon auf die Nerven, Mann. habe ich Bennacer 90 und Barrios 91. Barrios, Digga, krass, hast du den noch so hoch bekommen. Okay, heftig. Mhm. Und dann Dreierangriff habe ich Tail 92, Leao, ich wollte schon Real sagen, nee, Rafael Leao 93 und Savio 89. Ich habe Ferguson 91, ich habe Forbes 92 und Nusa, mein bester Spieler im Kader, hat eine 94. 94, Alter, krass. Ja. Okay, heftig. Aber ich glaube, wir sind recht identisch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer jetzt hier so vom Bauchgefühl das bessere Team hat. Ja, ich glaube halt, Verteidigung war leicht auf meiner Seite, Mittelfeld war sehr ausgeglichen. Wobei, und Angriff dann, glaube ich, auch bei dir besser, oder? Aber ich glaube, Verteidigung... Ja, okay, Meier halt, ne? Meier reißt auch raus, ne? Gut, ich glaube, dass der es da vielleicht rausreißen könnte. Ich habe halt nur auf die Innenverteidiger gerade geguckt, aber nee, gut, es könnte sein. Gut, Mittelfeld war ich dann, glaube ich, auch 2x92, bisschen besser. Und Angriff hast du dann aber mit Nusa im Vergleich zu so einem Savio, 5 Ratings, ist halt auch krass. Ja, wobei dann Ferguson bei mir ein bisschen schwächer als bei dir, Tell, ne? Ja, also und Leao dann auch 93, eine weniger als Nusa. Aber ja, ich würde mal sagen, Leute, kommentiert an der Stelle noch eine Sache, die ihr gerne kommentieren könnt. Die durchschnittlichen Gesamtstärken. Einfach unsere Mannschaften gerne mal an der Stelle kommentieren. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Müsste irgendwo bestimmt im 90er-Bereich liegen. Also auch 90er Gesamtstärke im... Chris, worin nochmal? Ah, es fängt mit K an irgendwie und hört mit Kollektiv an, irgendwie, ne? So, ja, auch, Kollektiv. Ja. Irgendwie da. Es ist Kollektiv. Irgendwie sowas was. Ja, genau. Nee. Dein Lieblingswort. Gut, Leute, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 24.12. Fröhliche Weihnachten auch nochmal an der Stelle zum Abschluss des Videos erwähnt. Lasst Liebe da, Leute. Biba, Bub. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Daumen, Abo, Glocke, Video bei Chris abchecken, Kommentare schreiben. Unmengen an Kommentaren, Leute. Ich will was sehen. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Checkt das Video auf Chris' Kanal aus. Und er hat natürlich auch die Abschlussworte. Ja, dann nehme ich die Überleitung doch direkt einfach mal mit. Das Video bei mir mit dem HSV ebenfalls bis zum Champions-League-Sieg. Ja, auch da super gerne abchecken. Das wollt ihr oftmals auch wissen. Das Video bei Dennis jetzt haben wir zuerst aufgenommen. Das bei mir wird dann eben die zweite Aufnahme. Das machen wir jetzt dann am nächsten Tag. Für euch ganz egal, denn ihr seht sowieso zeitgleich. Von meiner Seite aus, es war richtig geil. Glückwunsch an der Stelle nochmal an Dennis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dick Liebe da. Auch alle, die von meinem Kanal kommen, lasst einen Daumen, lasst ein Abo, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus. Ja, pusht das ganze Video hier. Es wird sowas in Zukunft öfter geben. Definitiv. Und an der Stelle auch nochmal von mir frohe und fröhliche Weihnachten. Ja, besinnliche Feiertage. Genießt das ganze Thema. Und unser Geschenk ist damit jetzt fertig ausgepackt für euch am 24. Macht's gut. Haut rein. Ho, ho, ho. Ciao, Kinder. Ho, ho, ho.